Sorry, aber seid ihr scheiße. Das ist selbst für Trash-YouTuber scheiße. Und vor allem ihr versucht einen hohen journalistischen Anspruch zu haben und seid dann trotzdem so scheiße. Moin Freunde, mein Papa Rezo hat ein Video hochgeladen, in dem er STRG F ein bisschen kritisiert, sag ich jetzt mal. Meine Kritik an STRG F und wie sie arbeiten. STRG F hat ja letztens einen Beitrag zu More Nutrition gemacht, in dem sie auch Rezo gebasht haben. Bei dem Beitrag ging es viel darum, dass More teils falsche Werbeversprechen hatte, teils unstimmige Aussagen hatte. Auf jeden Fall Dinge, die man auch kritisieren kann, safe. Aber, und das habe ich mich beim Beitrag schon gefragt, sie haben Rezo angefragt für etwas, für eine Stellungnahme. Und Rezo hat auch geantwortet, aber bis auf eine textliche kleine Einblendung und etwas in der Videobeschreibung, haben sie die Antwort gar nicht beachtet. Und da war ich so, okay, warum fragt man jemanden für eine Stellungnahme an, aber benutzt sie dann nicht? Und ich glaube, darum wird es jetzt hier in dem Video gehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Dazu nochmal kurz zu dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Falsche Werbeversprechen, dies, das, alles scheiße. Müssen wir nicht überreden. Ne? Also wenn etwas nicht stimmt oder man das nicht so sagen darf und alles Mögliche, dann müssen wir nicht überreden, dass man das dann auch nicht so sagen sollte. Aber, was ich sagen muss, was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, dass man alles über einen Kamm gestellt hat. So, okay, Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich schlecht, weil das ist obvious nicht. Also, beziehungsweise, ich hatte oftmals das Gefühl, dass bei dem Thema einfache Antworten auf komplexe Fragen gesucht wurden. Dass man so gesagt hat, hey, ist es gut oder ist es schlecht? Und diese Antwort gibt es halt nicht, sondern hey, Nahrungsergänzungsmittel können halt da, wo du Defizite hast, helfen. Ich will jetzt keine Versprechen machen, aber zum Beispiel, ich bin ja auch ESN-Athlet und ohne Nahrungsergänzungsmittel könnte ich meinen Sport zum Beispiel nicht so machen, wie ich ihn mache, weil ich mache einen sehr anspruchsvollen Sport, Ninja, und ich würde sehr schnell dolle Entzündungen bekommen, wenn ich gar nicht supplementieren würde. Ich könnte das auch alles über die Ernährung regeln, aber das wäre dann sehr, sehr anstrengend. So, das zum kleinen Vorwort und jetzt gehen wir rein ins Video. Ich bin wirklich sehr gespannt, was Papa da wieder gezaubert hat. Ich muss aufhören mit diesem Joke, aber ich finde ihn lustig. Hey guys, in diesem Video geht es um STRG F, beziehungsweise eine kürzliche Erfahrung, die ich mit ihnen gemacht habe. STRG F werden die meisten von euch kennen, das ist ein Funk-YouTube-Kanal, die machen so Doku-Sachen. Und ich finde die an sich auch sehr, sehr nice, die haben schon viele coole Sachen gemacht. Ja, safe. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber das GNTM-Ding habe ich gesehen, das war glaube ich ganz gut. Die anderen habe ich nicht gesehen, aber auf jeden Fall gibt es STRG F-Dokus, die fand ich top. Aber das muss man Vollständigkeit halber auch dazu sagen, stehen sie auch in letzter Zeit wegen verschiedenen Videos in der Kritik. Und jetzt habe ich kürzlich eine Erfahrung. Aber auch nicht in der letzten Zeit, also Spacebooks haben die auch schon ganz gut auseinandergenommen mal. Mit STRG F gemacht. Und leider hat sich meine Erfahrung ziemlich in den bisherigen Vorwürfen gegenüber STRG F eingereiht. Deshalb halte ich es für sinnvoll, dass ich euch transparent davon erzähle. Und dabei geht es nicht nur um Framing oder Dinge aus dem Kontext schneiden, es geht auch um ganz klare, bewusste Unwahrheiten, die STRG F verbreitet. Und das wird interessant. Das kann ich auch zum Glück mit Screenshots von Chats oder anderen Aufnahmen belegen. Ah, das ist nicht jetzt ungünstig. Schneidet euch an. Let's go. Kurz zum Background. Erstmal, sehr cool, dass ihr das Bild, was ich damals gebaut habe, wieder benutzt. Was ich nicht verstehe ist, Bruder, warum ist hier so ein Z? Wer hat das geschnitten? Jakob? Bruder, ich hätte das... Warum ist hier... Egal. Kurz zum Background. STRG F und das Neo Magazin hatten über Monate gemeinsam recherchiert und jeweils ein Video über More Nutrition bzw. dem Gründer Christian Wolf rausgebracht. Da überschneiden sich auch einige Punkte zu meinem Video über More bzw. Christian Wolf. Das kam so 5 Wochen vorher raus. Und das ist natürlich absolut super, dass sie auch ein Video dazu machen, weil auch wenn sich manche Themen wiederholen, haben sie ja eine eigene Art, das rüberzubringen, haben eine eigene Community und bringen ja auch eigene Aspekte nochmal rein. Deswegen ist das ja super. Beide Teams haben mich im Vorfeld kontaktiert. Mit einem Journalisten vom Neo Magazin hatte ich Wochen vorher schon Kontakt. Es war total entspannt. Das Neo Magazin schrieb mich auf Insta an, sagte, yo, Rezo, wir recherchieren gerade zu diesem Thema, können wir darüber reden? Und ich habe gesagt, ja, sure, das passt super, ich recherchiere auch geradezu, lass uns austauschen. Ihr wisst, ich habe kein PR-Team, da ist auch dann nicht irgendwer vom Management dabei oder so, ich rufe dann halt das Neo Magazin an und quatsch mit denen. Und dann hatten wir insgesamt über die Wochen 2 lange Telefonate, ich glaube, wir haben in Summe 2-3 Stunden lang telefoniert. Das eine Mal hatten wir sogar noch nach 22 Uhr abends telefoniert, weil sie eine Deadline hatten und mir das dann wichtig war, mir die Zeit. Ganz kurz, Freunde, ich werde mir jetzt, den ganzen Bums erstmal so ein bisschen anhören und dann war das, wann, ich nochmal ganz gut, ich werde dann was dazu sagen, wenn ich halt Kunst oder irgendeinen guten Input geben kann, weil es gerade ist erstmal so, okay, erstmal, was ist überhaupt passiert, deswegen könnte es sein, dass ich jetzt auch manchmal 1-2 Minuten nicht so viel rede. Zeit dazu. Und aber da ich im Supplement-Markt ja auch gut drin bin und es um Supplement geht und sowas und ich mich da halt schon zumindest einen Ticken auskenne, denke ich, ich könnte später bestimmt 1-2 Einwürfe da rein haben ins Video.
Seiten. Aber werden wir sehen. Haben super offen gesprochen. Also ich glaube, das Neo-Magazin hat gemerkt, dass ich super offen auf die Fragen antworte und nicht irgendwie dodgy werde oder so. Und ich habe auf der anderen Seite gemerkt, dass die keine weirden Games mit mir spielen wollen. Also keine weirden Suggestivfragen, keine in die Ecke drängen, kein Zitat rauspressen, nichts in die Richtung. Es war einfach ein unkomplizierter, angenehmer, professioneller Kontakt mit dem Kollegen vom Neo-Magazin. So viel zu meiner Erfahrung vom Neo-Magazin. Jetzt zu Steuerung F. Wenn man sich die... Das klingt so, als wenn er erstmal aufzeigen würde, wie man es machen sollte. Und jetzt, wie man es nicht machen sollte. Darstellung von Steuerung F anguckt, lief der Kontakt mit mir folgendermaßen ab. In ihrem Video sagt Steuerung F, dass sie mir Fragen gestellt hätten und mir dafür eine zweitägige Frist gegeben haben. Und nachdem die Frist vergangen war, hätte ich mich dann bei ihnen gemeldet. Sie schreiben dann in ihrer Videobeschreibung und dem angepinnten Kommentar, dass sie ein telefonisches Hintergrundgespräch mit mir geführt haben, aus dem aber nicht zitiert werden sollte. Steuerung F behaupten, sie hätten mir 3 Fragen gestellt, ich hätte davon auch gewusst, das sei auch bestätigt worden und hätte trotzdem nur eine Frage davon beantwortet, 2 habe ich nicht beantwortet. Soweit die Darstellung von Steuerung F. Und warum das teilweise die... Genau, das habe ich auch mitbekommen. Unwahrheit. Also sie hat quasi auf die Frage geantwortet, warum Sucralose... warum es empfohlen wird, dass man mit Sucralose backen kann, obwohl Sucralose ab 120 Grad Celsius krebserregend sein könnte. Ich glaube, das war das Ding. Und dann meinte Reese, glaube ich, irgendwie sowas wieder zu. Hey, es gibt, glaube ich, auch Studien oder irgendwelche Beiträge, die das gar nicht so bestätigen. Irgendwie sowas war das, glaube ich, so ganz roh. Aber er wird es alles noch erklären wahrscheinlich. Ist und auch im Widerspruch steht zu Aussagen, die sie mir gemacht haben. Und vor allen Dingen, was sie alles nicht erzählt haben, das kommt jetzt. Boah, ich bin sehr gespannt, also, Was ist wirklich passiert? Eines Tages an einem Freitagvormittag bekomme ich eine SMS von einem Sebastian von Steuerung F mit der Frage, ob es dabei bleibt, dass ich mich nicht äußern möchte. Hallo, hier ist Sebastian von Steuerung F. Du hast unsere Anfrage bisher nicht beantwortet. Bleibt es dabei, dass du nicht sagen willst? Das wollte ich nur einmal nachfragen. Beste Grüße. Weirde Suggestivfrage, wenn man bedenkt, dass das der erste Kontakt war, den wir hatten. Also ich kannte diesen Sebastian nicht. Wir hatten uns, soweit ich weiß, noch nie im Leben unterhalten. Und da war darüber auch nichts im Chat oder so. Einfach reingestartet mit, bleibt es dabei, dass du dich nicht äußern möchtest. Weird. Ich hatte ihm diese Nummer von mir auch nicht gegeben. Und das ist obviously keine öffentliche Nummer. Oh, das ist schon mal der erste uncoole Move. Das macht man nicht. Man fragt immer, darf ich dir deine Nummer weitergeben? Vor allem bei so Leuten wie Rezo, wo seine Nummer einen Wert hat. Wenn die Nummer geleakt wird, hat Rezo ganz großen Stress, dass er sich eine neue Nummer holen muss, allen Kontakt Bescheid geben muss, hey, ich habe eine neue Nummer, dies und das, nervt, übertrieben. Deswegen hat die Nummer einen Wert. Auf die Frage, woher er denn diese Nummer hat, sagte er nur, von einem Kollegen. Danke für diese klare Antwort. Wenn eine Nummer von mir geleakt werden würde, dann wüsste ich das gerne. Insofern ist es eigentlich das Angemessene zu tun, dass man sagt, von wem man die Nummer hat. Ich habe dann kurze Zeit später erfahren, dass er die Nummer vom Journalisten vom Neo-Magazin hatte. Weil die haben ja gemeinsam recherchiert. Eigentlich kein so ein feiner Move. Einfach ungefragt Nummern weiterzugeben. Aber der Dude vom Neo-Magazin hat sich da schon bei mir entschuldigt. Und ich habe gesagt, schwamm drüber, alles easy, passt schon. Also weiterhin habe ich kein Problem mit dem Dude vom Neo-Magazin. Aber ich finde, das ist kein besonders guter Start für Steuerung F. Dass sie sich ungefragt meine Nummer besorgen, dann nicht mal beantworten wollen, woher sie... Vor allem Amin, die hätten eine Mail schreiben können. Haben und dann... Mails sind halt öffentlich. ...mit einer Suggestivfrage in die Konversation starten. Kein so professioneller Start, aber es wurde noch viel weirder. Denn ich habe geantwortet, dass ich gern Fragen beantworten kann. Ich habe... Also auch keine Anfrage oder so, die ich beantworten kann. Ich beantworte sowas sehr gern. Solltest du wirklich von Steuerung F sein und irgendwelche Fragen haben, dann schick die entweder gern rüber, dann sehe ich zu, dass ich das die Tage schriftlich nur beantworte. Andernfalls könnten wir auch kurz telefonieren als Hintergrundgespräch. Er hat gesagt, dass ich nichts von irgendwelchen Fragen bisher weiß, aber er kann sie mir ja schicken und dann kann ich die gern beantworten. Wir können auch telefonieren oder ich kann das schriftlich machen. Er sagte dann, dass er eine Anfragemail am Dienstag an meine Management-E-Mail-Adresse geschickt hatte. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht, aber später habe ich dann rausgefunden, dass diese Mail bei meinem Management im Spam-Ordner gelandet ist. Und weil man natürlich nicht jeden Tag den Spam-Ordner check, kam die Mail also nicht an. Aber ey, ist ja gut, dass sie eine Nummer von mir hatten und direkten Kontakt zu mir, den sie ja dann auch genutzt haben, damit ich eine Chance bekomme zum Antworten. Oder? Naja. Zurück zum... By the way, Freunde, was ich sehr cool finde, heute kam ja mein Pocher-Video raus. By the way, falls ihr es nicht gesehen habt, erster Link, ne, oder zweiter Link. Erster Link, Videobeschreibung ist Rezo. Zweiter Link ist mein Pocher-Video. Falls ihr es gesehen habt, guckt es, weil da habe ich jetzt lange recherchiert und... Ich glaube, ist auch ganz gut geworden, also die Kommentare, doch, ja. Aber was ich cool finde, ist, dass 2 Videos heute rauskommen auf YouTube Deutschland mit einem Quellendokument. Ah! Ah! Warte mal, wie sieht seins aus? Okay, Quellendokument von Rezo. Wir gehen mal kurz in mein Quellendokument. So, hier einmal Quellendokument von Papa und hier einmal Quellendokument von mir. Oh. Ja, finde ich gut. YouTube Deutschland, heute ein guter Tag.
Freitag, wo ich kontaktiert wurde. Um 12:45 schrieb Steuerung F mir, dass ich jetzt gut 2 Stunden Zeit hätte, die Fragen zu beantworten. Also bis 15 Uhr. Ha. Gut 2 Stunden, ohne dass sie mir die Fragen da schicken. Also stark. Der Sebastian hätte mir ja schon längst die Fragen nochmal in den Chat rein copy-pasten können, weil er wusste, dass ich nichts von irgendwelchen Fragen weiß. Aber das ist halt nicht passiert. Also, ich sage, dass ich keine Fragen habe. Er hat den direkten Kontakt zu mir, wir schreiben miteinander und anstatt mir die Fragen zu schicken, schickt er mir diese gut 2-stündige Frist. Ohne Fragen. Weird, aber es wurde noch weirder. Ich habe nämlich immer noch geschrieben, ey, ich beantworte gerne alle Fragen. Kann das nachher darüber klären, ob da eine Anfrage ankam, aber denke jetzt, wo du mich heute angekontaktiert hast, lass uns wie gesagt super gerne telefonieren. Ich muss nur jetzt gleich Therapie. Das kann ich jetzt nicht für eine spontane Anfrage absagen. Aber was ich anbieten kann, ist, dass wir direkt danach, also um 16 Uhr telefonieren, oder du mir halt die Fragen einfach hier schickst, zu denen ich Stellung nehmen soll. Manchmal muss ich im Wartezimmer bei der Therapie noch warten und wenn die Fragen schnell gehen, kriege ich es maybe da direkt kurz hin. Oder ich kann sie andernfalls dann in Ruhe, wie gesagt, schriftlich beantworten. Hast ja diese Nummer. Also entweder telefonieren wir oder ich mache das schriftlich in Ruhe, wie ihr wollt. Ich habe nur dazu gesagt, dass ich jetzt gleich zur Therapie muss und deswegen in einem kurzen Zeitraum nicht kann. Ich habe sogar angeboten, dass wenn ihr mir die Fragen rechtzeitig schickt, dass ich sie dann irgendwie im Wartezimmer schnell beantworten kann oder so und habe deshalb nochmal darauf hingewiesen, dass er mir ja die Fragen zuschicken soll. Oder wenn es nicht mehr davor klappt, dann können wir das auch nach meiner Therapie machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Das ist ab 16 Uhr. Um 14.49 Uhr wurden mir dann da im Chat die Fragen zugeschickt. 11 Minuten vor der Frist, die er mir gesetzt hat. Digga, ist das frech. Ist das frech. Und es waren nicht irgendwelche Fragen, die man kurz auf Abruf beantworten kann. Das waren nicht mal Fragen, die man in einer halben Stunde oder so vollständig beantworten kann. Eine Frage war basically folgendes. Was sagst du zu manchen Teilen dieser wissenschaftlichen institutionellen Einordnung aus diesem englischsprachigen PDF, was sich auf zahllose Meta-Analysen und Studien bezieht und über 97 Quellen referenziert? Das ist scheiße, Alter. Digga, ist das scheiße. Und zu der Frage wurde dann immerhin das 90-seitige PDF mitgeschickt. Na? Was sagst du dazu? No shit. Ich sag mal so, das ist keine Ja-Nein-Frage, ne? Damit muss man sich für eine vernünftige Antwort stundenlang befassen. Mit den Ergebnissen, mit der Auswahl von Papern, mit dazugehörigen Meta-Analysen, mit dem, was andere Peers, also andere Experten vielleicht dazu sagen. Eine Person braucht dafür, je nachdem, wie sehr du jetzt in so einem Thema drin bist, wenige Stunden bis einen ganzen Tag, um diese eine Frage wirklich informiert und fundiert zu beantworten. Und 2 von den 3 Fragen, die sie mir gestellt haben, waren so komplex. Und okay, die anderen Fragen waren, das wäre die erste. Erste Frage ist, Moore und seine Influencer werben dafür, Chunky Flavor auch beim Backen einzusetzen. Das Produkt hält das Süßungsmittel Sucralose. Das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt, beim Erhitzen von Sucralose, insbesondere beim Erhitzen von sucralosehaltigen Lebensmitteln, wie beispielsweise Gemüsekonserven oder Backwaren, können Verbindungen mit gesundheitsschädlichen und krebserzeugenden Potenzial entstehen. Da für eine abschließende Bewertung noch Daten fehlen, empfiehlt das Bundesinstitut bis zu einer abschließenden Risikobewertung, empfiehlt das BfR, sucralosehaltige Lebensmittel nicht auf Temperaturen zu erhitzen, wie sie beim Backen, Frittieren oder Braten entstehen, oder Sucralose erst nach dem Erhitzen zuzusetzen. Was sagst du zu dieser Warnung vom Bundesinstitut? Okay, also es war hier drunter, sorry Chat. Da müsste man sich auch kurz mal Gedanken machen. Und du hast dich als Moin-Influencer in einem Video kritisch mit der Marke auseinandergesetzt. Wieso hast du dich dennoch dazu entschieden, weiter Werbung für das Unternehmen zu machen? Ich finde auch ich finde alle 3 Fragen brauchen Zeit, dass man vernünftig darauf antwortet. Und wie gesagt, hatten sie mir im Chat die Frist auf 15 Uhr gesetzt, aber dann auch dort die Fragen erst 11 Minuten vorher geschickt. Krass, wie ich immer meine Fristen nicht einhalte. Rezo hat sich innerhalb der Frist nicht gemeldet. Aber, um sie jetzt mal in Steuerung F zu nehmen, ihnen war natürlich bewusst, dass ich nicht in 11 Minuten diese Fragen beantworten kann. Deswegen haben sie mir eine neue Frist gegeben. Nämlich diesmal gut 1 Stunde. Bis 16 Uhr. Bruder, ist es gemein. Ist das scheiße? Digga, er sagt, hey, ich habe 15 Uhr Therapie. Beantworte doch die Fragen in der Therapie. Ist ja scheißegal, ob du Therapie machst oder nicht. Scheiß auf deine Mental Health. Beantworte unsere Fragen, du dummer Wichser. Seid ihr scheiße? Sorry. Also sie schicken mir im Chat dann diese Fragen und geben mir dann gut 1 Stunde dafür Zeit. Wie gesagt, bei solchen Fragen ist es zeitlich unmöglich. Aber es kommt sogar noch was dazu, weil ihr erinnert euch vielleicht, ich habe im Chat ja geschrieben, dass ich erst ab 16 Uhr wieder kann. Also sie wussten,
dass ich aufgrund meiner Therapie erst ab 16 Uhr wieder kann, weil das stand im Chat. Und sie setzen die Frist trotzdem bis 16 Uhr. Krass. Da hat der Rezo schon wieder die Fragen nicht in der Frist beantwortet. Mann, Mann, Mann. Und ab da wurde es halt nur noch wilder. Es ist so absurd. Telefonat mit Steuerung F. So, um 16 Uhr komme ich zurück nach Hause und denke mir, ey, ich glaube, ich nehme das Ruder jetzt mal einfach selbst in die Hand und kläre die Situation. Ich rufe also einfach mal diesen Sebastian von Steuerung F an und sage ihm, ey, wie ist das jetzt? Du hast mir eine Deadline gegeben bis 16 Uhr. Wir haben jetzt nach 16 Uhr, ist damit vorbei. Und dann hieß es, dass die Deadline jetzt doch nicht mehr gilt und wieder verschoben wird und wir jetzt doch noch telefonieren können für die Antworten. Wir telefonieren eine halbe Stunde und ich gehe darin auf alle drei Fragen ein. Ich sage ihnen, dass sie jetzt nicht irgendwelche Halbsätze von mir wörtlich zitieren sollen, weil das ist ein spontaner Call mit sehr komplexen Fragen, auf die ich mich nicht vorbereiten konnte. Aber ich sage ihnen, dass sie generell meine Antworten, was ich sage, zusammenfassend zitieren können, weil darum sollte es ja gehen, oder? Das war die Absprache. Und dann habe ich differenziert und ausführlich geantwortet. Also ich konnte teilweise wissenschaftliche Ergebnisse direkt einordnen und Studien nennen, weil ich mich halt in der Vergangenheit schon mal damit befasst habe. Ja. Ich habe auch zu den Fragen teilweise Rückfragen an den Sebastian gehabt, die konnte oder wollte er mir aber nicht beantworten. Und dann hatte ich zunehmend den Eindruck, dass der Sebastian nicht so happy mit meinen Antworten ist. Weil irgendwann... Dass er wusste, ey, ich will ein Bashing-Video machen oder ich will Rezo schlecht darstellen. Und seine Antworten stellen ihn nicht schlecht dar. Dann hieß es dann, dass man jetzt doch auf meine Antworten verzichten möchte und stattdessen sagen möchte, dass ich halt nicht in der Frist geantwortet habe. Und ich sag so, seid ihr scheiße, Alter. Hä? Wir telefonieren seit einer halben Stunde. Ihr könnt diese Antworten doch nehmen. Und wenn irgendwas unklar wäre, dann frag mich, dann klären wir das kurz. Wo ist das Problem? Aber irgendwie sollte das dann nicht mehr so sein. Nach dem Telefonat habe ich das auch nochmal in den Chat geschrieben. Ich blurre hier im Screenshot übrigens nur den oberen Teil, weil ich mich da auf etwas beziehe, was er im Telefonat gesagt hat. Und was nichts direkt mit meinen Antworten zu tun hat. Und abgesehen davon war es ja ein Hintergrundgespräch. Aus meiner Sicht war das zwar eine Huso-Aktion, aber ich lasse es geblurrt, weil... Okay, was er sagt, ne. Aber ich finde es super schade, dass ich mir eine halbe Stunde Zeit nehme, mit dir zu telefonieren, die Antworten auf deine Fragen gebe und du am Ende plötzlich sagst, dass es jetzt doch keine Zeit mehr wäre und dir das jetzt doch nicht mit den Antworten am Telefon passieren würde. Vor allem, weil du mir die Rückfragen zu den Fragen nicht ein einziges Mal beantwortet hast. Das macht es nicht leichter, die klare Antworten zu geben. Ich bitte dich darum, beim nächsten Mal entweder Antworten als solche anzuerkennen oder gar kein Telefonat zu führen. So hat das, glaube ich, keinen Sinn gemacht, weil ich frage mich jetzt, warum wir überhaupt telefoniert haben. Ich wünsche euch trotzdem viel Erfolg bei dem Video. Okay. Weil das nicht abgesprochen ist. So, jetzt könnte man meinen, das Thema ist abgeschlossen. Sie wollen doch nicht Fragen und Antworten mit mir machen. Fein. Halt schade, dass wir dafür so viel geschrieben haben und eine halbe Stunde telefoniert haben, aber ist dann halt so. Aber es war leider nicht abgeschlossen. Es wurde sich wieder zurück umentschieden. Rückzieher und Doppelrückzieher. Eine Stunde, nachdem das Telefonat beendet war, kam nämlich dann doch wieder eine Nachricht, dass sie mich aus dem Hintergrundgespräch zitieren wollen. Wie das ja auch der ursprüngliche Plan war. Sie schreiben, dass sie manche Teile aus dem Hintergrundgespräch ja auch zitieren dürfen und auch gern zitieren würden. Und dann schickten sie mir einen Vorschlag, wie sie mich zusammenfassend zitieren würden. Also Rezo hinterfragt, bla bla bla. Aber ich war auch ein bisschen verwirrt, weil sie hat mir drei Fragen gestellt. Dafür haben wir telefoniert und wir haben über alle drei Antworten gesprochen. Allerdings kam in ihrer Zusammenfassung nur eine von drei Fragen bzw. Antworten vor. Wieso wollen Sie jetzt also über eine Stunde nach unserem Telefonat nur eine von... Okay, falls ich manchmal heller und manchmal dunkler würde, die Lampe ist kaputt. ...und den Antworten mit mir abchecken. Deswegen habe ich dann auch gefragt, ob Sie noch die anderen beiden mit mir gegenchecken wollen. Also hätte ja auch sein können, dass die gestrichen wurden, keine Ahnung. Aber über eine Stunde später kam dann die Antwort, yo, schick du uns gerne noch die anderen Antworten. Bro, Lampe, was ist falsch mit dir? Ich mach's aus. Sie macht sich selbst... Ah ja, au, 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 ah! Haare klemmen. Gut, du wirst ausgemacht. Ja, interessant, dass Rezo jetzt doch auf diese komplexen Fragen eine Antwort senden soll und sie es nicht aus dem Hintergrundgespräch benutzen. Ja, cool. Coole Aktion, Steuerung F, sehr coole Aktion. Aber wenn ich eh die Antworten selber schreiben muss, warum haben wir dann eine halbe Stunde telefoniert? Und durch dieses späte Antworten hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, dass sie es rauszögern wollen, denn... Als ich diese letzte Nachricht von Ihnen gesehen hatte, dass ich gern die anderen Antworten schicken kann, war das Video schon längst draußen. Ha! SMS für Info, ich könnte weitere Antworten schicken. 20.02 Uhr, Video wird veröffentlicht. Ja, Bro, das hätten die niemals mehr eingebaut. Das hätten die niemals mehr in der Zeit eingebaut. Never.
Bruder, wenn das Video um 20.02 Uhr kommt, dann ist es Minimum eine Stunde vorher rausgerendert. Heißt, sie wussten von vornherein, dass sie es nicht mit ins Video einbauen werden. Weil so ein Video rendert man raus, lädt man hoch, guckt man sich nochmal auf YouTube an, ob irgendwelche Fehler sind und dann released man. Und diese Steps dauern Minimum eine Stunde. Sie hatten diese Nachricht erst kurz vor der Veröffentlichung ihres Videos geschrieben. Ganz ehrlich, wie soll man da den Eindruck bekommen, dass das keine Verarsche ist? So, ich fasse das Ganze mal zusammen. Steuerung F, die Monate... Das ist einfach eine richtige Loser-Aktion. ...monatelang zu diesem Thema recherchiert hatten, hatten eine Nummer von mir, die sie auch genutzt haben, um Kontakt zu mir aufzubauen. Sie haben mir erstmal die Fragen dort nicht geschickt, obwohl sie wussten, dass ich die Fragen nicht kenne. Haben mir dann zum Teil lange, super komplexe wissenschaftliche Gutachten geschickt mit der völlig unkonkreten Frage, was sagst du dazu? Haben absurde Deadline-Zeiträume gesetzt, von denen sie sogar teilweise wussten, dass sie in meinem Therapietermin liegen. Haben an dem Tag einige Male hin und her entschieden, bis wann sie Antworten von mir bräuchten oder ob sie die überhaupt wollen. Erst bis 15 Uhr, dann bis 16 Uhr, dann doch noch nach 16 Uhr das Telefonat, damit man daraus zitieren kann. Dann rückwirkend gilt das Telefonat doch nicht mehr, dann gilt es doch wieder, aber nur eine Antwort von dreien. Und dann sagen sie, dass ich doch noch Antworten schreiben soll, aber dann war das Video eigentlich schon draußen. Was war das? So ver... Eine dumme Scheiße, eine dumme Huso-Aktion. Verhält man sich doch nicht. Nichts daran ist konstruktiv, nichts daran ist professionell, nichts daran ist journalistisch. Ich habe zu jedem Zeitpunkt gesagt, dass ich gerne alle Fragen beantworte. Schick sie mir rechtzeitig rüber, habe ich gesagt, dann gucke ich sie mir noch im Wartezimmer an. Oder wir können heute telefonieren. Oder ich mache das in Ruhe schriftlich. Natürlich ist es ärgerlich, dass die ursprüngliche Mail im Spam-Ordner gelandet ist, aber ihr hattet easy diesen Kontakt zu mir und habt angeblich monatelang recherchiert. Also an mir... Ich finde es auch geil, zu sagen, du hast eine 2 Tage Frist, wenn man monatelang recherchiert. Also, I mean, hätte man nicht sagen können, ey, in 2 Wochen kommt das Video, send das mal bitte jetzt in einer Woche die Frage rüber und dann, also, man hätte ja, also es wirkt so, als wenn die gewollt hätten, dass Wieso sich nicht ordentlich äußern kann. Es wirkt ja so krass so. Mir ist dieser Kontakt wirklich nicht gescheitert. Wieso auch? Mit dem Neo-Magazin habe ich ja schließlich auch über Wochen Kontakt gehabt. Mir nachher zu unterstellen, ich hätte Fristen nicht eingehalten, ist bei so einem Austausch wirklich lächerlich. Aber es wird jetzt noch schlimmer. Denn jetzt gucken wir uns an, wie Steuerung F diesen Kontakt mit mir öffentlich dargestellt hat. Und da verstrickt sich Steuerung F in Widersprüchen. Und ich sag mal, bleibt nicht so ganz bei der Wahrheit. Steuerung F sagt, dass sie mich angefragt hätten. Und dazu heißt es dann im Video, dass ich mich nach Verstreichen der Frist bei ihnen gemeldet hätte. Das ist nicht so ganz korrekt, ne? Steuerung F hatte sich nach Verstreichen der ursprünglichen Frist, die ich ja gar nicht kannte, bei mir gemeldet. Und darauf hatte ich dann zeitnah und bereitwillig geantwortet. Zu sagen, dass ich mich nach... Das ist natürlich scheiße. Verstreichen einer Frist bei Ihnen gemeldet habe, impliziert ja, dass ich diese Frist gekannt haben muss. Steuerung F behaupten außerdem, dass Sie bei meinem Management angerufen hätten und dass dort bestätigt worden wäre, dass die ursprüngliche Mail mit den Fragen ankam. Auch hier bleiben Sie leider nachweislich nicht bei der Wahrheit. Ihr erinnert euch, die Mail war im Spam gelandet und kam deswegen nicht an. Als Management hätte die ja gar nicht bestätigen können, weil kam ja nicht an. Aber ich habe diese Behauptung auch mal überprüft. Stellt sich raus, der Sebastian hat wirklich bei meinem Management angerufen. Und wenn man da anruft, dann spricht man halt mit einer Art Rezeptionistin, wie das auch üblich ist bei größeren Unternehmen. Aber diese Frau kann gar nicht den Eingang der Mail bestätigen. Weil natürlich die in der Rezeption gar nicht die Befugnis hat, irgendwelche Mails zu lesen. Haben, weil sie ja gar nicht den Zugriff hat auf alle persönlichen Postfächer aus dem Unternehmen. Ist ja auch normal so. Diese Frau hat ja gar nichts mit den Anfragen an mich zu tun. Die bearbeitet die auch nicht, die hat auch mit mir nichts zu tun. Und deswegen hat die auch keinen Zugriff auf das Rezo-Postfach. Ich hatte da auch mal nachfragen lassen und das sagt sie dazu. Wie soll ich den Eingang von etwas bestätigen? Die Mail ging ja nicht an mich. Das heißt, sie sagt, sie hat das nicht bestätigt und wir wissen, sie kann es gar nicht bestätigen. Aber jetzt kommt's. Ich habe das dem Sebastian von Steuerung F auch im Vorfeld von ihrem Video schon gesagt und gesagt. Also bei mir kam keine Anfrage an und das, was du schreibst, verwirrt mich irgendwie noch mehr, weil ich habe bei All In kurz nachgefragt und die meinten zu mir, dass die so einen Eingang gar nicht bestätigt hätten. Die einzige Person, mit der du offenbar telefoniert hast, hat nicht mal Zugriff auf mein Mailpostfach. Also können sie dir das gar nicht bestätigen. Wahrscheinlich hast du da was missverstanden. Sagt, dass es keinen Sinn macht und der da wahrscheinlich... Dieser Mann bleibt auch zu nett. So, I mean, ich, also, die Nachricht hätten lauen müssen, wahrscheinlich hast du da einfach gelogen. ...was missverstanden hat. Und mir gegenüber sagte er dann, dass das maybe auch ein Missverständnis... Ja, ich kann ein Missverständnis natürlich nicht ausschließen. ...war. Aber... Ha!
wieso behauptet Steuerung F dann danach im Rahmen ihres Videos, dass das auf jeden Fall faktisch bestätigt wurde? Also mir sagen sie basically schriftlich, ey, ist das frech, Alter. Ist das scheiße. Wir sind uns nicht sicher, ob das bestätigt wurde, vielleicht haben wir da auch was missverstanden. Und öffentlich sagen sie dann, doch. Der Eingang unserer Anfrage wurde uns durch telefonisches Nachfragen beim Management bestätigt. Ist das scheiße. Das wurde faktisch auf jeden Fall bestätigt. Das ist... Mal ganz kurz, Freunde. Erstmal geben wir hier ein Like. Kapseltag! Ist das scheiße, Alter. Dein Feedback wurde im Creator geteilt. Dankeschön. Oh, die neuesten Kommentare. Ich bin gespannt. Okay, nein. Wir sind nicht schadenfroh. Sowas sind wir nicht. Aber, Digga, das war scheiße. Widersprüchlich. Und auch einfach... Dazu, Freunde, natürlich ganz kurz. Ich bin obvious voreingenommen. Dieser Mann hat mich durch einen großen, nicht, was ist, doch schon einen großen Teil meines Lebens begleitet. Ich mag diesen Mann sehr gerne. Ich gebe diesem Mann auf meine Lebenszeit Rücken. Natürlich bin ich hier gerade auch, rede ich aus einer bestimmten Position heraus, das wollte ich euch nur kurz sagen. Dennoch finde ich, dass das Steuerung F macht, unabhängig davon, absolute Scheiße. Wollte ich nur kurz, aber trotzdem zur Transparenz einmal hier auch anmerken, ne? Unehrlich. Außerdem widersprüchlich ist, dass... Aber trotzdem, Bruder, dem Mann folge ich bis zum Tod. Sie zwar behaupten, sie hätten ein Telefonat mit mir geführt, aber aus Hintergrundgesprächen zitieren wir grundsätzlich nicht. So sagen sie es jedenfalls nach außen. Aber der gesamte Sinn des halbstündigen Telefonats bestand ja darin, dass ich die Fragen beantworte und sie auch meine Antworten zitieren dürfen. Das war die Absprache. Und ich kann auch das wieder zum Glück belegen, weil sie schreiben im Chat nach dem Hintergrundgespräch Folgendes. Du hast gesagt, dass wir einige Punkte aus dem Gespräch zitieren dürfen und das wäre für uns jetzt Folgendes. Und dann schreiben sie halt, was sie aus dem Hintergrundgespräch zitieren würden. Also mit mir sprechen sie ab. Yo, Rezo, lass telefonieren. Wir zitieren dann deine Antworten aus dem Hintergrundgespräch. Digga, ist das scheiße. Sind die frech? Digga, sind die frech? Öffentlich sagen sie dann, nein, wir hatten nie vor, aus diesem Gespräch zu zitieren. Deswegen haben wir auch leider keine Antworten von Rezo bekommen. Sorry. Und das ist nicht nur die Unwahrheit, sondern so eine bewusste und gezielte Unwahrheit, dass man es, finde ich, ganz klar als Lüge benennen muss. Hier hat Steuerung F ihre Zuschauer klar belogen. Ich verstehe natürlich, was das Ziel dahinter ist. Durch so Behauptungen wie, die Mail wurde bestätigt und Rezo hat sich nach Verstreichen der Frist dann bei uns... Ja, du machst dir ein ganz klares Feindbild. Du bringst den Zuschauer dazu, Rezo scheiße zu finden. Ganz klar. ...meldet, kommt es so rüber, als hätte ich von einer Frist gewusst und hätte die Zeit einfach verstreichen lassen. Was ja faktisch die Unwahrheit ist. Und dadurch, dass sie sagen, wir haben drei Fragen gestellt und er hat leider nur eine beantwortet, kommt es natürlich so rüber, als hätte ich Fragen unbeantwortet gelassen. Ach, was schreiben Sie? Hi Christian, wir haben Rezo drei Fragen gestellt, eine davon hat er beantwortet oder meinst du etwas anderes? Alter, ist das frech? Seid ihr scheiße? Oh mein Gott, Alter. Crazy, dass ich einfach deren Fragen nicht beantworte und das sogar... obwohl sie Rezo nach Verstreichen der Frist nochmal direkt kontaktiert und ihm nochmal die Möglichkeit gegeben haben, auf Fragen einzugehen. Digga, das ist so frech. Schade, die haben so sehr mir die Chance gegeben und versucht, mit mir zu reden. In einem Podcast von Funk sagt Steuerung F sogar dazu, dass sie ja versucht haben, mich zu erreichen, aber ich habe die Frage nicht beantwortet und es kam angeblich gar nicht zu einem Gespräch. Wir wollten das natürlich auch wissen, haben auch versucht, ihn zu erreichen. Ja, diese Antwort hätte ich mir auch auf jeden Fall gewünscht und ich hätte super gerne persönlich mit ihm darüber gesprochen. Ha! Ha! Aber ja, leider hat er uns auf diese Frage nicht geantwortet. Seid ihr scheiße? Und es ist auch bis zur Veröffentlichung unseres Films zu keinem persönlichen Gespräch zwischen uns gekommen. Ha! Okay, hier könnte sie jetzt irgendwie argumentieren, ja, ich meinte ja mich und Rezo. Aber mit uns denkt der Zuschauer sehr wahrscheinlich Steuerung F. Digga, seid ihr scheiße? Sorry, aber seid ihr scheiße? Das ist selbst für Trash-YouTuber scheiße. Und vor allem ihr versucht einen hohen journalistischen Anspruch zu haben und seid dann trotzdem so scheiße. Das ist gelogen. Liebes Steuerung F-Team, ich hatte ein persönliches Gespräch mit euch. Ich habe euch eure Fragen beantwortet und ihr durftet und wolltet meine Antworten auch zitieren. Das habe ich... Ey, wütend. Digga, ey, boah. Puh. Hier auch alles belegt. Das, was ihr hier tut, ist teilweise offensichtliches Framing, teilweise sind es absolut wacke Moves, die sich insbesondere im Journalismus nicht gehören und teilweise sind das, und das muss man auch klar benennen, eindeutige Lügen. Und ich weiß nicht, was der Grund dafür ist. Ob man
pushen wollte, dass man journalistisch nicht sauber gearbeitet hat oder, und das kann actually auch sein, dass meine Antworten einfach nicht gepasst haben. Ich glaube das schon. Ich zeige euch einfach mal, was meine Antwort auf eine Frage war. Und vielleicht könnt ihr euch ja vorstellen, warum diese Antwort nicht so ganz ins Weltbild gepasst hat. Antwort passt nicht zum Framing, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die Frage war nämlich, dass ich ja schon More Nutrition kritisiert habe und mich kritisch mit denen befasst habe und warum ich dann einfach so weiter Werbung für More mache. Und meine Antwort war, dass das ja gar nicht so der Fall ist. Vorher habe ich ja sehr regelmäßig aktive Werbung gemacht, wo ich auf neue Produkte, Aktionen, Rabatte und so weiter aufmerksam gemacht habe. Und seit einigen Wochen ist es ja nicht mehr so der Fall. Ich hatte das Steuerung F in dem Telefonat auch gesagt und ich habe ihnen auch gesagt, warum ich das so mache. Hier ein Ausschnitt. Genau. Und da finde ich es einfach wichtig, dass ich mir auch so ein bisschen die Ruhe nehme und die Zeit nehme sozusagen, das nochmal zu revaluieren sozusagen und da nochmal reinzublicken, weil wie du selber merkst, das ist ja so komplex. Und zusätzlich dazu habe ich ihnen sogar gesagt, dass ich ein... Das meinte ich am Anfang auch, dass oftmals einfache Antworten auf komplexe Fragen gesucht werden bei diesem ganzen Thema, weil Nahrungsergänzungsmittel sind per se nicht scheiße. Sie sind jetzt kein Wundermittel, aber sie sind auch per se nicht scheiße, sondern es ist einfach etwas, was du nehmen kannst, was dir gut tun kann, aber nicht gut tun muss. Und natürlich gibt es da auch Dinge, auf die man achten muss und alles mögliche. Natürlich so. So, aber zum Beispiel bei mir, ich brauche das, also was heißt brauchen? Brauchen ist zu doll. Aber mir tut es zum Beispiel sehr gut. So, alleine immer, wenn ich halt ein bisschen mehr Diät mache oder mit meinen Kilos ein bisschen runter möchte, trinke ich halt am Tag einen Proteinshake, weil ich dadurch einfach meinen Hunger für so ein paar Stunden reduzieren kann. Einfach dann jeden Tag so ein bisschen durch den Shake automatisch im Defizit bin, weil ich halt einfach nicht so viel esse. So, ne? Und das ist eine Sache, die man machen kann. Und das ist ja dann für meine Zwecke was Gutes. Aber ich sag nicht, dass jeder einen Shake jeden Tag trinken sollte, sondern das muss man halt so für sich selber so ein bisschen rausfinden, was einem gut tut, was richtig für den eigenen Körper ist. Und das sind natürlich Antworten, die sind richtig unbefriedigend. Für alle. Aber wenn Nahrungsergänzungsmittel oder halt Eiweiß oder was auch immer scheiße wäre, würde ich ja auch nicht hier, hätte ich auch den Kollegen hier nicht. Ach übrigens, und primär um Steuerung F gerade ein bisschen abzufacken, gibt gerade wieder Rabatte, gibt gerade mit dem Code 20%. Einen Aufhebungsvertrag gemacht habe. Ich bin sogar gerade dabei, einen Vertragsaufhebungs... wie heißt das? Aufhebungsvertrag zu machen. Der Aufhebungsvertrag, was ich da noch nicht wusste, war sogar vor meinem Kontakt mit Steuerung F schon längst von allen Seiten gesigned. Also das war durch. Und der hat eben zur Folge, dass mein aktueller Vertrag bald endet. Ah, krass, wusste ich auch noch nicht. Und was macht Steuerung F aus diesen ganzen Informationen? Am Ende bleibt, Rezo trennt sich nicht von More. Hä? Okay, das ist scheiße. Hat meine Antwort dann nicht ins festgelegte Narrativ gepasst? Okay, das ist scheiße, Alter. Was ist da passiert? Hattet ihr für das Video einfach nur... Alter, ist das scheiße. ...Storyline festgelegt und passt dann die Fakten... Alter, seid ihr scheiße, wirklich. ...daran. Weil ich weiß, was dieser Mann für Hate-Kommentare teilweise durch diese Steuerung F-Doku bekommen hat. Und Hate-Kommentare tun nicht gut. Ihr scheißt einfach auch auf seine Psyche komplett, indem ihr einfach Lügen über ihn verbreitet. Was ist denn das für eine Kacke? Also sorry, da werde ich echt sauer. An, weil dieses Bild vom geldgeilen Influencer ja einfach sich gut klickt und schön emotionalisiert, ist das der Hintergrund. Ich check das nicht. Steuerung F findet es fraglich und schwierig, dass ich weiter an dieser Marke festhalte. Sie wussten vor ihrem Beitrag, dass ich das gemacht habe, dass ich erstmal diese Distanz schaffe und dass völlig in den Sternen steht, ob ich irgendwann nochmal mit More eine Partnerschaft haben sollte. Unter anderem, weil ich ein paar Sachen erstmal in Ruhe rechecken und beobachten wollte. Hey, aber Rezo, wieso denn irgendwas rechecken? Man muss doch nur das Video von Steuerung F gucken, das wird doch stimmen, was die da sagen, oder nicht? Naja, nachdem ich gesehen hatte, wie schamlos unehrlich Steuerung F in Bezug zu mir war, fiel mir dann nämlich auf, dass auch manch andere Stellen in deren Video, ich sag mal, nicht so ganz gestimmt haben. Ah, ganz schade. Das Video an dieser Stelle beenden. Wieso noch inhaltlich auf Steuerung F eingehen? Aber da das ein wiederkehrendes Problem bei Steuerung F ist, wofür sie auch in letzter Zeit bei verschiedenen Videos kritisiert wurden, finde ich es ganz relevant, das mal aufzuzeigen. Er legt Steuerung F komplett schlafen, Alter. Er legt sie komplett schlafen. Solche öffentlich-rechtlichen YouTube-Kanäle wie Steuerung F stehen seit Jahren immer mal wieder in der Kritik. Das darf doch nicht als öffentlich-rechtlicher
Sender. Das darf eigentlich echt nicht passieren. Und dabei geht es regelmäßig um den Vorwurf von fehlender Recherche oder von Framing. Ein Punkt, der im Video ganz anders transportiert wurde. Vielleicht, um das Ganze einfach dramatischer wirken zu lassen. Framing bedeutet, dass man nicht direkt lügt, aber durch aus dem Kontext schneiden oder irgendwie Infos weglassen oder so ein falsches Bild erzeugt. Ist Framing immer ein falsches Bild oder ein Bild, was man transportieren möchte? Weil Framing, man kann ja, zum Beispiel Satire betreibt ja auch sehr viel Framing. Dass man etwas schlecht darstellen lässt, obwohl es gar nicht so schlecht ist, aber man dabei nicht lügt. Das ist ja auch Framing. Und ist Framing immer scheiße oder ist es manchmal auch erlaubt? Weil bei Satire zum Beispiel finde ich sogar, dass Framing manchmal erlaubt ist. Weil Satire ist ja ein bisschen drüber. Satire ist ja mal dieser eine Step zu weit so ein bisschen. Checkt ihr, was ich meine? Tatsächlich kommt es anscheinend öfter im Video vor, dass sie aber sagen, bei einer Reportage sollte, glaube ich, Framing nicht so doll betrieben werden. Den Punkt sehe ich. Aus dem Kontext geschnitten werden. Es wurde dieses Jahr sogar eine Studie gemacht, in denen so öffentlich-rechtliche YouTube-Kanäle wie Steuerung F oder Y-Kollektiv untersucht wurden. Also wirklich intensiv untersucht. Das Ding ist irgendwie 106 Seiten lang. Und die Analyse dieser Studie fällt nicht unbedingt nur positiv aus. Auch in letzter Zeit stand Steuerung F wieder mehrfach für ihre Videos in der Kritik. Zum Beispiel bei dem Theo Strattmann-Video. Das war ja ein Video über Superreiche und wie die so leben. Ja, Theo Strattmann ist nur nicht superreich. Superreiche gönnen sich das. Superreichen. Da wurde zum Beispiel kritisiert, dass der wohl auffälligste Protagonist der Doku, der auch auf dem Thumbnail von der superreichen Doku ist, vielleicht gar kein Superreicher ist. Ja. Ist mir auch schon bei mir aufgefallen, als Theo bei mir war, als er unbedingt diese 350 Euro haben wollte. Ich habe gesagt, hey, du bekommst 250 Euro Gage. Und dann war ich, ja, kann ich noch ein bisschen mehr? So. Und dann bin ich so, Digga, wenn du superreich wärst, würdest du dich mit mir um 50 Euro dich streiten. Also ich habe ihm dann 350 gegeben, weil er es wollte. Aber, Bruder, wenn du rich wärst, wären dir die 50 Euro am Ende auch egal. Heißt im Klartext, der angeblich superreiche Posterboy der Doku ist vielleicht gar nicht superreich, sondern vor allem super provokant. Auf Nachfrage gab man sogar zu, dass es der Redaktion von Steuerung F bei der superreichen Doku eigentlich egal war, ob da jetzt Superreiche zu sehen sind. Bitte was? Also, danke für die Ehrlichkeit, aber das hat ja dann nichts mehr mit Journalismus zu tun. Nee. Hier geht es offenbar stattdessen darum, ein möglichst spektakuläres Narrativ zu erzeugen. Die Wahrheit ist dabei zweitrangig. Auch bei einem anderen Video über Musikfestivals wurde kürzlich vorgeworfen, Framing zu betreiben. Ja, da dachte ich mir auch so. Also, Übergriffe und Nazi-Merch, was geht bei Metal? Denke ich mir so, also, ich war ja jetzt schon, also ich war jetzt so zweimal auf Wacken, so, aber ich war ja auch, Rock am Ring waren ja auch Metal-Bands und, also, das waren eigentlich sehr friedliche Menschen, ne? Um das Thema schlimmer und einseitiger darzustellen, als es eigentlich ist. Der Beitrag, so gut wie die eigentliche Message hätte sein. Parabelritter zu Wacken, Video von Story F. Sein Video war bei sowie auch nicht ganz clean und wurde kritisiert. Ja, habe ich auch mitbekommen. Sein können, war persönlich manipulativ und verzerrt. Handwerklich absolut unterirdisch. Okay, das waren jetzt zwei relativ aktuelle Beispiele. Insgesamt zieht sich durch die verschiedene Kritik letztlich der Vorwurf von Framing. Also ja. Dinge ein bisschen. Beim Metal-Video aber auf jeden Fall. Weil da kamen die zum Ergebnis, ja, okay, jedes Musikgenre hat problematische Szenen. Das war das Ergebnis. Und warum dann sagt, was geht bei Metal? So hätte es gesagt, man hätte das Video auch nennen sollen, was geht bei Musik. Und aber man wollte unbedingt auf diese eine Gruppe draufhauen. In anders darstellen, Infos so ein bisschen weglassen oder so. Und das vermeintlich, um ein Ziel zu erreichen. Nämlich, um Dinge dramatischer, spektakulärer, skandalöser darzustellen, als sie vielleicht eigentlich sind. Und sich selbst dabei investigativer darzustellen, als man ist. Also, als hätte man irgendwas jetzt enthüllt oder so. Damit. Das hat mich übrigens auch sehr ans Pocher-Video, an Pocher. Falls ihr mir ein Video nicht gesehen habt, zweiter Link Videobeschreibung, weil Pocher hat auch Bock immer auf die größere Schlagzeile. Nur, dass er dabei aktives Mobbing betreibt und er sagt sogar, ihm ist scheißegal, was bei der Psyche des anderen abgeht. Das ist dann nochmal anders problematisch. Damit man am Ende das Gefühl hat, was so richtig aufgedeckt zu haben. So jedenfalls die Kritik und die Vorwürfe, aber um das hier an dieser Stelle nochmal zu betonen. Viele Videos von Steuerung F sind aus meiner Sicht gut und ordentlich. Ich glaube, da arbeiten noch teilweise ganz verschiedene Leute an den Videos dran und dass verschiedene Leute auch unterschiedlich gut arbeiten, ist ja irgendwie logisch. Ja. Trotzdem finde ich, dass die allgemeine Kritik an Steuerung F doch etwas zu regelmäßig aufkommt. Es darf ja kein Gamble sein, was man bekommt, wenn man auf so ein Video draufklickt. Wenn bei manchen Videos clean gearbeitet wurde und alles stimmt und bei anderen Videos ist es nicht so der Case, dann leidet ja das Vertrauen generell. Und ja, übertrieben. Da leiden dann auch die guten Videos drunter. Deswegen gucken wir doch einfach mal rein in das Video, in dem ich vorkomme und checken wir, ob die bekannten Vorwürfe vielleicht auch da vorkommen.
An einer Stelle, zu der sie mich auch im Video befragen, geht es um den Süßstoff Sucralose und was passiert, wenn man damit kocht oder backt. Sie zeigen dazu Folgendes. Genau, also bei Sucralose sagen sie ganz doll, nicht über 120 Grad erhitzen, weil das könnte krebserregend sein. Und ESN bewirbt das als, ach nicht ESN, More Nutrition bewirbt das als, hey, nimm das auch zum Backen. Und beim Backen ist man über 120 Grad. Wenn Sucralose erhitzt wird zu über 120 Grad, dann zersetzt sich das und diese Zersetzungsprodukte sind in Tierversuchen krebserregend. Und deshalb gibt es auch vom Bundesinstitut für Risikobewertung die Empfehlung, Sucralose eben nicht über 120 Grad zu erhitzen. Sollte man einfach beachten, indem man sucralosehaltige Produkte dann nicht zum Backen oder Kochen verwendet. Und sie sprechen von einer Warnung über mögliche krebserregende Auswirkungen. Zur Warnung sagt, die Sucralose in Chunky Flavor könne bei Erhitzung Krebs erregen. Und dem stellen sie konkret nichts gegenüber. Sie okay, Sucralose könnte Krebs erregen, ist die Annahme. Sie sagen nur noch, dass sie More dazu gefragt haben und dann das. Sie verweisen uns auf andere Studien, die behaupten, erhitzte Sucralose sei ungefährlich. Und das ist die gesamte journalistische Einordnung zu diesem Thema. Also das Einzige, was sie ihren Zuschauern konkret sagen, ist, das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt davor. Und der einzige in ihrem Video gezeigte Experte verweist auch nochmal auf das Statement vom BfR. Gucken wir uns doch einfach mal an, ob diese sehr eindeutige und sehr einseitige Darstellung von Steuerung F bei diesem Thema so gerechtfertigt ist. Ich bin gespannt. Erstmal ist die Frage, auf welches Statement vom BfR Sie sich denn da konkret beziehen. Auf einen Kommentar, wo das gefragt wird, antworten Sie auch, worauf Sie sich beziehen und verlinken eine Stellungnahme des BfR von vor 4,5 Jahren. Okay, in dieser Stellungnahme kommt das Wort Warnung, by the way, nicht ein einziges Mal vor. Warnen die jetzt doch nicht so krass? Naja, sie empfehlen zwar unterschiedliche Sachen, zum Beispiel, hey, lass mal bitte mehr Studien machen und mehr Daten erheben oder lass mal Sucralose im Zweifel nicht erhitzen, bis wir klarere Ergebnisse haben. Aber sie sagen eben auch ganz klar, dass sie gar keine Bewertung irgendwelcher Risiken machen können. So fehlen für die Bewertung möglicher gesundheitlicher Risiken aktuell repräsentative und belastende Daten. Lol. Okay, das klingt, finde ich, schon mal ein bisschen anders, aber wie kommt denn das BfR zu ihrer Empfehlung? Naja, sie haben damals in ihrer Einschätzung 8 Studien mit einbezogen. Und warum gerade diese 8 und nicht noch andere? Das kann ich nicht beantworten. Ich verstehe die Begründung nicht zu 100% und das wird auch von anderen Wissenschaftlern kritisiert. Es wird dem BfR nämlich vorgeworfen, dass diese Auswahl von diesen 8 Studien fragwürdig sei. Unter anderem, weil gesagt wird, dass noch andere Studien hätten reinfallen können, aber auch, weil die Studien, die reingenommen wurden, gar nicht so aussagekräftig seien. Das liegt daran, dass man in diesen Studien, auf die das BfR verweist, gar nicht generell kocht oder backt mit Sucralose. Ah. Und es geht ja eigentlich um Kochen und Backen. Da wurden teilweise ganz andere Sachen mit Sucralose gemacht, die beim Kochen oder Backen so gar nicht passieren. Beispielsweise wird stattdessen ein trockener Haufen Sucralose hingelegt und dann basically erhitzt und verbrannt. Und die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde hatte dazu aufgerufen, dass man doch lieber Studien machen sollte, wo wirklich geguckt wird, was passiert, wenn man mit Sucralose kocht oder backt. Und es gibt auch Studien, die sowas dann machen. Zum Beispiel eine relativ neue aus 2021, die wirklich Pizza, Kuchen und Kekse mit Sucralose untersucht hat. Und die ist zum Beispiel zu dem Ergebnis gekommen, dass Sucralose dabei sicher ist. Hätte man erwähnen können, ne? Steuerung F merkt er selber, ne? Lass Papa in Ruhe. Und vielleicht noch kurz als Sidefact. Die EU regelt, was man mit Sucralose so machen darf, in einer Verordnung, die sie auch regelmäßig updaten. Und auch die aktuellste Ausgabe aus jetzt Oktober 2023 hat nach wie vor eine ausdrückliche Zulassung für Sucralose in einzelnen Backwaren und noch ein paar anderen verschiedenen Lebensmitteln, die auch erhitzt werden. Also Sucralose hat eine Zulassung für Backen und Erhitzen. Ja. Cool recherchiert, Steuerung F, cool recherchiert. Und bei sowas richtet sich die EU eben auch nach den Empfehlungen der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde. So viel erstmal zur ganz, ganz groben Einordnung. Nochmal zur Erinnerung. Alles, was Steuerung F zu diesem Thema konkret gesagt hat, war, dass es Warnung vom BfR gibt und dass ein Experte sich auch auf die Empfehlung des BfR bezieht. Ja, das Wort Warnung kam noch nicht vor. Aber erstens ist das, was das BfR gesagt hat, gar nicht so eindeutig, wie es bei Steuerung F rüberkommt. Und zweitens sollte man eine so komplexe Frage mit verschiedenen Einschätzungen nicht
so einseitig und knapp darstellen. Übertrieben. Das halte ich persönlich für unjournalistisch. Ich persönlich habe hier den Eindruck, dass bewusst Teilwahrheiten weggelassen wurden, um eher den Zuschauer zu emotionalisieren, anstatt differenziert über ein Thema wirklich aufzuklären. Aber das war nicht die einzige Sache in dem Video, die nicht so wirklich clean war. Supplements gleich unnötig? Darauf gibt es eine ganz klare Antwort. Nein, natürlich nicht. Natürlich sind die nicht unnötig. Zum Beispiel, ich kann jetzt nur aus meiner Sportart berichten, Freunde. Ne? Aus dem Ninja-Sportart. Aber jeder verfickte Ninja supplementiert, weil du, also sagen wir mal, jeder, der das auf einem Niveau macht, wo er ins Finale kommen könnte, supplementiert. Weil du sonst einfach in der Trainingsphase vor der Show nicht an, also deine Muskeln würden so krass entzündet sein bei dem Trainingsvolumen, was man da hat. Das geht nicht. Und es ist normal, das zu supplementieren als Sportler. Nicht jeder muss supplementieren. Man könnte es auch übrigens theoretisch über Ernährung regeln. Aber mit allen, die ich gesprochen habe, haben gesagt, ey, Digga, ich hau mir Pillen, ich hau mir Pulver rein wie Scheiße. Weil sonst kriegst du halt nicht hin. Und das ist jetzt auch kein Doping oder irgendwas in der Art, sondern einfach nur, hey, die Nährstoffe, die dein Körper braucht, die Vitamine, die dein Körper braucht, schaffst du nicht über Ernährung aufzunehmen, dann nimmst du sie halt über Pillen auf. Und das ist okay. Man darf es halt nicht übertreiben, natürlich darf man sich übertreiben. Aber das ist okay. Und ja, Punkt. An einer anderen Stelle. So, wenn ich es nicht auch selber machen würde, würde ich den Bums hier nicht stehen haben. Verbreitet Steuerung F die. Hab's übrigens ein bisschen als kleine Provokation hier auch stehen. Gebe ich zu. Folgende Aussage, auch völlig unkritisch. Nahrungsergänzungsmittel sind für einen gesunden Menschen, der sich normal ernährt, eigentlich überflüssig. Bullshit. Kompletter Bullshit. Ja. Also, ich glaube, bei Omega 3 war es so, dass ich glaube, 65% aller Deutschen Omega 3-Mangel haben. Vitamin D. 30% aller Deutschen haben Vitamin D-Mangel im Winter. Nur die Dinge, die ich aus dem Kopf weiß. Ist es so? Kreatin für Muskelaufbau. Gute Sache. Weiß ich nicht. Also von solchen Leuten braucht kein Mensch jemals, weil sie nicht Vitamin D supplementieren. Oder Schwangere, wenn die sich normal ernähren, brauchen auf keinen Fall über Ergänzung nachdenken. Wirklich? Solche Aussagen einfach so pauschal in den Raum zu stellen, unfassbar dumm, kann sogar im Zweifel gefährlich sein. Denn erstmal ist gar nicht klar, was das heißt. Was ist denn eine normale Ernährung? Nudeln, Cola, Tiefkühlpizza, Rohkost, Smoothie und Suppe? Kein Plan, Digga. Aber vor allen Dingen, natürlich kann es sein, dass man Supplements nehmen sollte, auch wenn man sich normal ernährt oder sich eigentlich gesund fühlt. Oder zum Beispiel vegan oder vegetarisch. Naja, nur. Klar, du kannst als Veganer auch den ganzen Tag Hülsenfrüchte fressen. Aber viele Veganer brauchen halt Supplements. Weil die bestimmte Mängel haben. Oder Frauen. Was ist mit Eisenmangel? Das, was bei Frauen auch oft vorkommt. Und die sind nicht über die Ernährung geschissen bekommen. Könnte man nicht in Betracht ziehen, dass ein Supplement da gut wäre? Frag mal nur. Ich zum Beispiel bin meistens in meinem Office und ich gehe auch tagsüber jetzt nicht groß in meiner Freizeit raus. Und deshalb hatte mein Hausarzt mal bei mir zu wenig Vitamin D festgestellt. Boah, krass, das hat den bestimmt überrascht, ne? Weil du bist ja ein gesunder Mensch. Hat den Arzt das überrascht? Ich weiß nicht. Nein, surprise, hat ihn nicht überrascht. Auf die Frage, ob die meisten Leute in Deutschland Vitamin D supplementieren müssten, sagte er das hier. Mindestens im Winter. Wenn man das nicht supplementiert, haben wir solche Werte wie bei dir. Aber das sagt jetzt nicht nur mein Hausarzt, das sagen sehr viele Experten. Auch übrigens der Experte, den sich Steuerung F für ihr Video genommen hat. Ungünstig. Der sagt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass natürlich viele Leute unzureichend versorgt sind und Supplements sinnvoll sein können. Dass wir überhaupt über sowas reden müssen. Übrigens, sogar das BfR, von dem sie diese ursprüngliche Aussage zitiert haben, ist dabei eigentlich unterm Strich viel differenzierter und spricht sich auch für den Nutzen von Supplements aus. Steuerung F zeigt in ihrem Video sogar ein PDF vom BfR. Und würde man da nur ein bisschen hochscrollen, steht da zum Beispiel auch, dass Vitamin D im Winter zu nehmen sinnvoll sein kann und auch von ganz anderen Sachen als der Ernährung abhängt. Also ja, weil Vitamin D kommt über die Sonne. Beziehungsweise über so viel, wie du draußen bist. Und nein, es reicht im Winter nicht, nur mal für 5 Minuten die Hand in die Sonne zu halten. Wie mal offen und ehrlich meinte. Also es scheint so, als ob selbst von den wenigen Seiten, die man zu Wort kommen lässt,
nur die Teile reingeschnitten werden, die in eine Richtung zeigen. Ach, es ist so scheiße, ne? Wirklich, ihr seid so scheiße, ihr macht mich aggressiv. Und das ist die Definition von Framing. Pauschal allen Leuten den Eindruck zu geben, dass wenn die den Eindruck haben, sie ernähren sich normal und die den Eindruck haben, sie sind ganz gesund, dann brauchen sie über sowas gar nicht erst nachdenken. Egal, vielleicht bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für dieses Thema. Weil ich weiß, ich bin eh nicht der Supplements-Guy. Ich mache gern darauf aufmerksam, wenn man, weiß ich nicht, mehr Proteine zu sich nehmen möchte oder Zucker sparen möchte, wenn man will. Aber ihr wisst selber, ich mache jetzt keine Werbung für diese Art von Supplements. Weder für solche Produkte von More Nutrition noch von Foodspring oder Rocker oder Rossmann, Koro Drogerie oder DM, Doppelherz, weiß ich nicht was. Das war ein smarter Move, weil er damit nochmal so zeigt, ey, könnte man nicht auch einen DM-Expost machen oder einen Koro-Expost oder einen Foodspring-Expost oder einen Rossmann-Expost oder einen Rocker-Expost? Nee, es wird am Mord drauf gehauen. Auch nicht. Starker Move. Gut, gut, gut. Für Nahrungsergänzungsmittelpulver wie Level Up oder ähnliche Marken, Holy oder Just Legends oder so. Also ich. Nee, weil die sind ja okay, die sind nämlich More. Ich will jetzt More gar nicht so verteidigen, die haben auch dumme Scheiße gemacht. Hundertprozentig, Freunde. Da gab es Werbeversprechen, die waren zu doll drüber. Safe. Aber ist schon doll, müssen wir zugeben, ne? Ich fronte jetzt hier niemanden, der für diese Produkte Werbung macht, machen ja auch in der YouTube-Szene sehr viele, aber ich hate das jetzt hier gar nicht. All diese Produkte haben aus meiner Sicht irgendwo ihre Daseinsberechtigung. Safe. Aber auch wenn ich. Man muss sie halt nur richtig sagen, was es kann, was es nicht kann. So. Zum Beispiel Omega-3, wenn du halt keinen Mangel hast, dann brauchst du es nicht. So. Obvious. Kreatin, wenn du halt nicht unfassbar krass Muskel aufbauen willst, dann brauchst du es nicht. Wenn du viel im Winter rausgehst, brauchst du auch nicht unbedingt Vitamin D. So, du brauchst halt das, wo du einen Mangel hast. Und theoretisch brauchst du gar kein Supplement. So, klar, Wallace, Willis, auch ESN, sowas ich hören, dass ich, also, ne? Aber ganz ehrlich, du brauchst es nicht, aber es kann dir nützen. Und das will immer niemand hören. So. Du brauchst auch nicht zum Beispiel hier, was ich jeden Tag auch nutze, ist hier, wie heißt es? Hier, Süßstoffzeugs für Wasser. Ich trinke zu wenig. Ich trinke jeden Tag zu wenig. Und es hilft mir aber, wenn mein Trinken ein bisschen Geschmack hat. Ich trinke dann mehr, weil das macht mir Lust auf mehr Trinken. Und deswegen ist zum Beispiel diese Sirup-Sachen sind für mich gut. Aber jemand, der genug Wasser trinkt, braucht den Bums auch nicht. So. Also, wenn man es schafft, komplett clean, gesund zu ernähren und keine Mängel oder was zu haben, brauchst du das nicht. Hundertprozentig nicht. Aber heißt nicht, dass diese Produkte per se scheiße sind. So, oder niemand sie braucht. Ich brauche teilweise die Wachen. Was ist, ich brauche sie? Brauchen ist so ein krasses Wort, aber sie helfen mir zumindest. Das will ich sagen. Ich damit jetzt nicht so viel zu tun habe, finde ich, sollte man weder in das eine noch in das andere extrem verfallen. Auf der einen Seite sollte man sich nicht unkritisch irgendwelche Sachen reinkloppen und das vorher mal mit einem Arzt checken. Das muss jeder für sich selbst gucken und entscheiden. Und auf der anderen Seite hilft es auch nicht weiter, mit verkürzten Aussagen wie diesen hier zu arbeiten. Nahrungsergänzungsmittel sind für einen gesunden Menschen, der sich normal ernährt, eigentlich überflüssig. Nee. Das ist in der Form einfach Quatsch. Und damit gibt man eben Leuten, die sich gesund fühlen und die der Meinung sind, sie würden sich normal ernähren, den Eindruck, dass sie niemals über sowas nachdenken müssten. Hört an der Stelle bitte weder blind auf Influencer oder Funkkanäle oder Fernsehwerbung oder so, sondern befasst euch damit selber und klärt das mit eurem Arzt. Aber auch Funk generell scheint im Kontext dieser Recherchen nicht so clean zu sein. Der Instagram-Kanal von Funk hat zu den Recherchen auch einen Post gemacht, wo ich jetzt nicht weiß, ob Steuerung F das mit denen zusammen verfasst hat oder ob sich Funk nur auf das Video von Steuerung F bzw. dem Neo-Magazin beziehen. In dem Post sind mehrere Fehler. Posts wurden während meiner Recherche gelöscht. Ah, ungünstig. Unter anderem schreiben sie Folgendes. Innerhalb von 6 Jahren hatte More Nutrition 4 verschiedene Firmensitze. So konnte bisher keine Lebensmittelüberwachung die Produkte vor Ort kontrollieren. Das ist ein krasser Claim und da beziehen sie sich auf die Aussagen vom Neo-Magazin. Denn die stellen den Vorwurf in den Raum, dass More Nutrition ständig den Unternehmenssitz wechselt und deswegen die Lebensmittelüberwachung More Nutrition nicht in die Finger bekommt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, krass, das ist ultra heftig. Das war aus meiner Sicht mit Abstand der krasseste Punkt aus der Sendung. Wenn ja, fand ich auch. Ein Unternehmen ständig den Sitz. Weil es wirkt so, als wenn sie der Kontrolle, als wenn die so wie so eine kleine Steuerflucht machen würden, nur mit Kontrolle der Lebensmittel. Wechselt und deswegen nicht von der Lebensmittelüberwachung kontrolliert werden kann, das wäre, what the fuck, Digga? Also, das wäre doll. Wollte ich das checken. Erstmal dieser erste Part, ob sie denn ständig den Unternehmenssitz wechseln. Weil so Unternehmensinfos sind ja teilweise öffentlich einsehbar. Und da kann man sehen, dass sie seit ihrer Gründung
dreimal umgezogen sind, im Durchschnitt alle 2 Jahre. Und bei jedem Umzug waren zeitnah irgendwelche strukturellen Veränderungen, also ein Geschäftsführerwechsel oder eine Fusion oder irgendwie sowas. Insofern wirkte auf mich das generelle Umziehen eigentlich relativ plausibel und auch gar nicht so ständig. Aber unabhängig davon, ob das jetzt plausibel wirkt, dachte ich mir, wenn die Lebensmittelüberwachung die nicht kontrollieren kann, ist es ja trotzdem krass. Also habe ich einfach mal bei der zuständigen Lebensmittelüberwachung nachgefragt. Und die schreiben mir, Kommt es mir so vor, dass Rezo mehr Recherchen ins Video gesteckt hat als Störung F? Firma Quality First sowie die Marke Monutrition sind der Lebensmittelaufsicht im Kreis Pinneberg bekannt. Es haben in der zugehörigen Betriebsstätte bereits Lebensmittelkontrollen stattgefunden. Und sie schreiben grundsätzlich weiter, dass Kontrollen regelmäßig und unangekündigt stattfinden und Proben unangekündigt entnommen werden und solche Probeentnahmen meistens zusätzlich zu den gesetzlich vorgeschriebenen Plankontrollen passieren. Und dann haben sie mir noch eine Reihe von Kontrollen aufgelistet, die bei Monutrition in den letzten Jahren gemacht wurden, also aus dem Jahr 2023, 2022 und 2021. Ja, ist natürlich ein krasser Vorwurf. Hä? Ich dachte, dass keine Lebensmittelüberwachung bisher vor Ort kontrollieren konnte. Das ist nicht so smart. Das ist halt so, wenn du diesen schnellen Journalismus willst, wenn du den schnellen Klick willst, wenn du den schnellen Like willst, dann passiert sowas. Also bekommt jetzt die Lebensmittelüberwachung Moore doch in die Finger? Ganz ehrlich, ich ralle hier langsam gar nichts mehr. Ich bin, wie ihr euch vorstellen könnt, ein Stück verwirrt. Kriegt die Lebensmittelüberwachung Moore nicht in die Finger? Oder kriegt die Lebensmittelüberwachung Moore in die Finger? Ich weiß teilweise gerade nicht, was ich jetzt glauben soll. Kommen wir zum Fazit. Wir haben uns in diesem Video mit Steuerung F beschäftigt. Sie haben teilweise unprofessionell gearbeitet, also Fristen hin und her geschoben und dann Antworten gewollt und dann wieder nicht gewollt und dann zitieren wollen, aber doch nicht zitieren wollen und so weiter. Steuerung F hat außerdem manche Sachen in ihrem Video verzerrend dargestellt oder Teile einer Wahrheit scheinbar gezielt verschwiegen. Sie haben sich außerdem auch in direkte Widersprüche zwischen verschiedenen eigenen Aussagen verstrickt. Und dann hat Steuerung F noch direkte Unwahrheiten verbreitet, bei denen die Vermutung naheliegt, dass sie das bewusst und gezielt getan. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn ein YouTuber ein Journalistenteam hops nehmen kann. Ich weiß, Rezo ist krass, aber es ist trotzdem kein gutes Zeichen. Haben könnten. Und diese Probleme sind bei Steuerung F jetzt nicht neu. Das Verhalten im Hintergrund mir gegenüber scheint auch nicht der erste Ausrutscher dieser Art zu sein. Alex vom Kanal Der dunkle Parabelritter erzählte mir bei den Recherchen zu diesem Video, dass er teilweise ähnliche Erfahrungen mal mit Steuerung F gemacht hatte, als sie ihm Fragen geschickt haben. Hier habe ich die Schilderung kurz zusammengefasst. Und auch nicht neu Steuerung F gemacht. Alex habe Steuerung F gesagt, dass er nur bis zu einem bestimmten Datum gerne Fragen beantworten kann, weil er danach dann im Urlaub sei. Und dann sei pünktlich an seinem ersten Urlaubstag eine E-Mail von Steuerung F mit einer Frage und einer Frist von auch nur wenigen Stunden. Mir liegt diese E-Mail und seine Antwort darauf vor. Digga, wie... Das ist doch scheiße. Sorry, aber das ist doch einfach scheiße. Dann geht's doch einfach nicht darum, dass man jemanden befragt, sondern einfach nur, dass man sagen kann, ja, hat die Frist verstreichen lassen. Das ist doch einfach, dass man einfach framen kann. Das ist doch einfach scheiße. Hatte, als sie ihm Fragen gelegt haben. Hier habe ich die Schilderung kurz zusammengefasst. Und auch nicht neu ist der Vorwurf an Steuerung F, dass sie innerhalb von Videos nicht ganz auf dem Boden der Tatsachen bleiben, einfach um Dinge krasser, spektakulärer oder dramatischer darzustellen. Und all das ist schade. Erstmal auf genereller Ebene, weil solche Entscheidungen Glaubwürdigkeit kosten. Plus, was ich mich frage, ist, klar, Steuerung F müssen auch irgendwie Klicks machen. Sonst sagt Funk so, ja, oder halt die Öffentlich-Rechtlichen so, ja, warum sollen wir euch Geld geben, wenn ihr nicht so die krassen Klicks macht. Aber, come on, ihr seid die Öffentlich-Rechtlichen. Ihr seid nicht auf das Geld angewiesen, was durch die Klicks passiert. Ihr seid nicht auf Werbung angewiesen. Also warum könnt ihr da nicht ein bisschen die Klicks runterschrauben, aber dafür die Stories realer? Also, weil ihr braucht es ja nicht zwangsläufig. Zum Beispiel die Tagesschau, die macht es gut, weil die gibt einen kompletten Fick auf Clickbait und so einen Scheiß und das läuft sehr gut bei denen. Warum seid ihr nicht so? Und zwar nicht nur für die, die es zu verantworten haben, sondern auch für andere. Klar, die Tagesschau bestimmt auch schon mal irgendwo reingeschissen. Aber grundsätzlich versteht ihr, was ich meine, ne? Leute bei Steuerung F, die diese Fehler gar nicht zu verantworten haben. Und ich finde, es ist gerade in diesem speziellen Fall schade, weil Steuerung F das überhaupt nicht nötig gehabt hätte und diesem Thema auch gar nicht gerecht wird. Man kann völlig valide, nachvollziehbar und mit journalistischem Anspruch More Nutrition kritisieren und noch viel mehr Christian Wolf. Das habe ich ja auch in meinem Video safe, hundertprozentig zu dem Thema schon sehr klar gezeigt. Und viele von den relevanten Punkten, die
die in meinem Video vorkamen, werden ja auch von Steuerung F angesprochen. Und das sind nachvollziehbare Punkte. Generell sind im Video von Steuerung F völlig valide, gute Punkte drin. Aber aus meiner Sicht hat hier Steuerung F, gerade was das Thema Aufklärung betrifft, nicht so geholfen, wie sie es hätten können. Statt für eine klare Sicht auf eine super komplexe Thematik zu sorgen, ist manches, finde ich, unklarer geworden. Und es liegt eben daran, dass im Rahmen dieses Videos nicht nur clean und transparent gearbeitet wurde. Ich würde mich unglaublich darüber freuen, wenn Steuerung F in Zukunft die Aussagen in ihren Videos wenigstens konsequent belegen würden. Also im Video sind halt keine Quellenangaben und auch in der Videobeschreibung findet man das nicht transparent aufgeführt. Mir persönlich, liebes Steuerung F-Team, würde das helfen, wieder mehr Vertrauen in eure journalistische Sorgfalt aufzubauen. Und das ist jetzt auch nicht nur mein Wunsch, also unter dem Video schreiben es auch andere in die Kommentare, und es ist auch kein neuer Wunsch. In einem Interview mit dem damaligen Redaktionsleiter ging es darum, dass sich viele Zuschauer Quellen wünschen, und er sagte dazu, wir arbeiten dran. Dieses Interview und damit die Aussage, wir arbeiten dran, ist jetzt anderthalb Jahre her. Woran scheitert's? Ich glaube, es würde wirklich helfen, gerade bei den Themen, die sich auf Wissenschaft beziehen. Denn wenn generell in Videos von Steuerung F es mal vorkommt, dass Sachen nicht so stimmen, wie sie dargestellt werden, aber die ganzen anderen Sachen in ihrer Korrektheit gar nicht so für den Zuschauer überprüfbar sind. Weißt du, was Funk gut tun würde? Eine Interne. Bei der Polizei gibt es auch die Interne und die überprüft quasi, ob Polizei Scheiße gebaut hat. Die Polizei für die Polizei quasi. Ich glaube, das würde Funk richtig gut tun. So irgendwie so Inside-Funk. Auch von Funk finanziert, aber gegen Funk. Checkt ihr? Ich glaube, das wäre richtig gut. Das würde auch ein Kanal sein, der gut laufen würde. Safe, hundertprozentig. Funk, ich mache den Kanal für euch. Gebt mir nur viel Geld. Dann ist das nicht so gut. Also ich glaube, die einzige... Aber ich habe hier mittlerweile ein ganz gutes Team, baue ich mir gerade auf. Weil wir wollen ja auch mit den Videos ein Step weitergehen bald. Funk, wir machen das für euch, ganz ehrlich. Und wir sind dabei ehrlich. Wie ich bei solchen Themen wie in diesem Video wirklich eine fundierte Meinung haben kann, ist halt, wenn ich es selber nochmal durchchecke und gucke, was stimmt jetzt und vor allen Dingen, auf was bezieht es sich konkret. Nur dann kann ich zu all dem eine fundierte Meinung haben. Und ganz ehrlich, dazu habe ich aktuell persönlich die Kraft nicht. Ich mache das in Ruhe in den nächsten Monaten mal. Ich hatte mich ja mit dem Thema... Also Rezo will ganz viel eigene Recherche zum Thema More Nutrition und dem Ganzen machen, ob er da wahrscheinlich in Zukunft weitermachen wird oder nicht. Nur das dauert halt. Und guck mal, genau so sollte man arbeiten. Dass man sagt, hey, ich hebe jetzt erstmal die Kooperation auf, ich mache mir ein neues Bild, ich mache mein eigenes Bild nochmal neu. Ich recherchiere über die ganzen Vorwürfe und dann gucke ich, ob ich für das Unternehmen weiter Werbung machen kann oder nicht. Weil das Unternehmen, es hat ja eine Zielgruppe, die Sinn ergibt. Es ergibt ja Sinn, dass es sowas wie More gibt. Warum arbeitet Steuerung F nicht so, ganz ehrlich? Erstmal den Ball flach halten und dann ordentlich rauskommen. Und ganz ehrlich, dazu habe ich aktuell persönlich die Kraft nicht. Ich mache das in Ruhe in den nächsten Monaten mal. Ich hatte mich ja mit dem Thema schon viel befasst. Aber für mich ist durch diese Erfahrung jetzt einfach so ein bisschen mehr Unklarheit wieder reingekommen. Punkte, die für mich beim ersten Mal gucken super krass waren, sind gar nicht so oder doch? Kein Plan. Ist teilweise unklar. Ich mache das in Ruhe, wenn ich dafür mentale Kapazität habe, aber hat ja auch keine große Eile. Ich habe ja vor dem Video von Steuerung F und Neo Magazin schon diesen Aufhebungsvertrag gemacht und dadurch geht eben der aktuelle nicht mehr so lang und einen neuen habe ich nicht unterzeichnet. Also alles zu seiner Zeit. So, abschließend noch zwei Bitten an euch. Erstens, bitte differenziert. Also nur weil in diesem Video Steuerung F und Neo Magazin beide namentlich genannt wurden, heißt das nicht, dass sich die Kritikpunkte auf beide gleichermaßen beziehen. Tun sie nicht. Beim Neo-Magazin ging es um ein, zwei Punkte und auch an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, sie waren ansonsten auch im Umgang mit mir professionell und ehrlich. Beide in einen Topf zu werfen und Vorwürfe zu vermischen, bringt nichts. Alle Funkkanäle in einen Topf zu werfen und zu vermischen, bringt auch nichts. Der bringt gute Funkkanäle. Dieses eine Rechercheteam von Steuerung F hat hier grobe Fehler gemacht. Ja, deshalb bezieht die Kritik nur auf die Personen, die was falsch gemacht haben und nicht auf eine ganze Organisation. Also ja, natürlich nicht haten. Trotzdem bin ich abgefuckt, bin ich ganz ehrlich. Auch, natürlich auch wegen persönlicher Sachen, weil ich den Mann halt unfassbar mag, so. Aber über ein Digga seid ihr scheiße, sollte es nicht hinauslaufen, glaube ich, ja. Zweitens, bitte nicht haten. Ich persönlich bin auch enttäuscht von Steuerung F, weil ich eigentlich ein anderes Bild von denen hatte, die ja auch eigentlich für Integrität stehen und
solche Moves eigentlich gar nicht nötig haben. Aber auch hier möchte ich betonen, ich finde, die haben nach wie vor viele gute Sachen gebracht. Deshalb, bitte seht das jetzt nicht schwarz-weiß. Ja, Kritik ist wichtig und auch in diesem Fall finde ich die Kritik sehr deutlich und auch in der Vergangenheit, finde ich, gab es schon berechtigte Kritik. Und ich weiß, dass gerade bei Funkkanälen dann bei manchen Leuten sehr verallgemeinernde und harte Reaktionen kommen. Aber anstatt sich abzuwenden oder zu boykottieren oder so, fände ich es konstruktiver, wenn die Kritik für Verbesserungen sorgt. Und voll. Man dann auch wieder weiter die positiven Sachen... Übertrieben. Also, Kritik ist ja was Schönes. Man kann sich ja mit Kritik, man kann sich auch so weiterentwickeln, aber man kann sich auch vor allem in Kombination mit harter Kritik weiterentwickeln. Ich habe auch in der Vergangenheit Scheiße gemacht und probiere daraus meine Schlüsse zu ziehen. Hundertprozentig. Und Dinge langsamer anzugehen, Dingen Zeit zu geben, mit mehr Liebe dran zu gehen und sowas. Ja. Und ein, zwei Kritikpunkte fand ich, war ich, also, beziehungsweise, man muss nicht jede Kritik, die es anderen gibt, sagen, oh ja, okay, der kritisiert das, ich muss jetzt unbedingt mich sofort ändern, das nicht. Aber man soll seine eigenen Schlüsse draus ziehen, was angebrachte Kritik ist und was vielleicht nicht angebrachte Kritik ist. Und wo man hintersteht und wo man selber nicht hintersteht. Dass man das einfach selber, vor allem in kritischen Zeiten, hinterfragt. Das, so finde ich, sollte man mit Kritik umgehen. Feiern kann. In diesem Sinne, Peace, ich bin raus. So ein starkes Video. Freunde, lasst bei Rezo einen lieben Kommentar da. Und ansonsten guckt mein Pocher-Video. Ist jetzt hier auch irgendwo ein Bild verlinkt. Und der zweite Link in der Videobeschreibung, weil da haben wir auch lange dran gearbeitet und Videos mit Quellendokumenten sind immer gut. Haut rein, ciao.